Wir reden gleich weiter, denn wir schalten mal eben ganz kurz nach Berlin. Und nicht nur ganz kurz, dort ist mein Kollege Gerd Joachim von Fallois. Gerd, also es heißt natürlich jetzt Klarheit schon mal in der Richtung, es bleibt ein Ministerpräsident von der CDU erhalten, allerdings mit einem bitteren Ergebnis. Wie wird das in Berlin im Bund aufgenommen? Denn dorthin schaut man jetzt und kritisiert sehr deutlich. Also ich möchte Ihren Enthusiasmus, was Volker Bouffier ja angeht, nicht bremsen. Aber Volker Bouffier hat es nicht in der Hand, ob er hessischer Ministerpräsident bleibt. Wenn Sie rechnerisch mal gucken, entscheiden das die Grünen. Denn es ist durchaus möglich, eine grün-rot-gelbe Mehrheit dort zu installieren oder eine rot-grün-gelbe Mehrheit. Da aber die Grünen mehr Zweitstimmen haben, wäre das durchaus möglich und vielleicht eine Verlockung für Tariq Al-Wazir. Also, das Minimalziel für die CDU ist erreicht, stärkste Kraft. Aber schon bei der Frage, ob Herr Bouffier Ministerpräsident wird oder nicht, und um es klar zu sagen, eigentlich ist es üblich, dass man Zweierkonstellationen bevorzugt. Insofern kann es sehr gut sein, dass die alte Regierung auch die neue Regierung ist. Aber rein rechnerisch hat Herr Bouffier das eben nicht in der Hand, sondern werden es die Grünen entscheiden. Und auch das ist eine bittere Erkenntnis des gestrigen Tages. Ich begrüße Annegret Kramp-Karrenbauer, die Generalsekretärin der CDU. Ich habe es gerade gesagt, das Minimalziel ist erreicht, aber noch niemals die Frage, dass Herr Bouffier weitermachen kann. Das ist auf der ganzen Linie eine Enttäuschung. Der freie Fall der Volksparteien aus Bayern hat sich hier fortgesetzt, auch für die CDU. 11 Prozentpunkte Verlust. Was tun? Also zuerst einmal muss man festhalten, dass es überhaupt nach vielen Wochen der Umfragen gestern Abend eine Mehrheit für Schwarz-Grün gegeben hat. Das ist zuerst einmal auch ein Erfolg von Volker Bouffier. Und man wird jetzt sehen müssen, ob sozusagen die Haltung der Grünen, dass sie diese Regierung auch fortsetzen wollen, dass sie sozusagen das Land auch über persönliche Bedarfe stellen, ob das jetzt auch in den nächsten Tagen halten wird. Für die CDU als Partei ist dieses Ergebnis unbefriedigend. Wir haben mehr als 11 Punkte verloren. Wir haben die Wahlen in Bayern gesehen. Wir haben zurzeit Umfragen bundesweit zwischen 24 und 26. Das alles macht ganz deutlich, die Wählerinnen und Wähler in Hessen haben ein klares Signal gesandt nach Berlin. Und dieses Signal heißt, so kann und so darf es nicht weitergehen. Also müssen wir über die Große Koalition reden, aber auch über die CDU, weil Sie die CDU-Managerin sind, fangen wir damit an. Wir müssen besser werden, haben Sie gesagt. Also Volker Bouffier hat sich gestern gewählt, hat gesagt, wir haben ja eigentlich gut regiert, wir hatten gar keine Chance. Wie kann denn die CDU besser werden, wenn alles so weiterläuft? Also zuerst einmal ist sicherlich dieser Gegenwind gestern vor allen Dingen verbunden worden mit der Regierungsarbeit. Da ist auch noch mal sehr deutlich in den Analysen zu sehen, dass die Menschen eben sehr unzufrieden sind, vor allen Dingen auch die CDU-Anhänger, mit der Art und Weise, wie innerhalb der Regierung miteinander umgegangen wird. Wir haben als CDU ja auch schon als Lehre aus dem Bundestagswahlergebnis gesagt, wir müssen uns intern weiter besser aufstellen. Wir müssen eine andere Diskussionskultur zulassen, sozusagen auch nach vorne bringen. Wir müssen uns programmatisch noch mal neu justieren, festigen. Wir müssen die Abläufe verbessern im hauptamtlichen Apparat. Daran arbeiten wir seit Februar ganz konsequent. Und der Bundesparteitag im Dezember soll ein weiterer großer, wichtiger Schritt auf diesem Weg sein. Ja, wir müssen uns anders aufstellen. Da kommt ja automatisch die Frage, kann es so weitergehen nach 18 Jahren mit der Parteivorsitzenden, die einfach auch schon sehr lange CDU-Vorsitzende ist. Und es gibt sicherlich ab heute, spätestens hier in Ihren Gremien, die Diskussion, muss es nicht einen anderen Parteivorsitzenden geben? Ist es jetzt nicht an der Zeit, im Dezember auch für Angela Merkel zu sagen, ich übergebe zum Beispiel an Sie, ist ja kein Geheimnis, dass sie das dann eventuell vorhätte. Und wäre es nicht Ihre Aufgabe, das dann auch einzufordern? Also zuerst einmal sieht man ja an anderen Parteien, wie zum Beispiel der SPD, dass die reine Fokussierung eines Erneuerungsprozesses einer Partei nur auf den oder die Vorsitzende nicht das wirklich zielführende Beispiel ist. Wenn das so wäre, müsste die SPD ganz anders dastehen, denn sie hat dieses Rezept ja schon mehrmals ausprobiert. Zweitens, wir werden heute mit den Gremien und wir tragen alle gemeinsam in Loyalität zum Land und in Loyalität zur Partei eben auch darüber beraten, heute, aber auch bei der Klausurtagung am Wochenende und in den Gremiensitzungen bis zum Parteitag, wie wir diese Zeichen, die wir jetzt aus den letzten Wochen und Monaten bekommen haben, eben zu werten haben, wie wir uns verbessern können. Das habe ich eben angesprochen. Und dann werden wir gemeinsam diese Entscheidung treffen. Und ich finde, dass Jens Spahn das gestern Abend zu Recht auch deutlich gesagt hat, Personaldebatten alleine sind viel zu kurz gesprungen. Wir stellen hier eine ganz andere
Bewegung fest mit Blick auf die Justierung auch in unserem Programm. Deswegen ist ja das Thema Grundsatzprogramm für uns auch so wichtig. Da bin ich mal gespannt, wie Sie das im kommenden Jahr mit 3 Landtagswahlen in Ostdeutschland regeln wollen. Aber doch noch normal. Es ist doch eindeutig, dass der Wähler die Große Koalition in Berlin abstraft. Die Zankerei muss aufhören, das ist eine Binse. Aber reicht das? Sind die Menschen nicht überdrüssig derer Menschen, die hier lange Verantwortung getragen haben, aber jetzt vielleicht so viele Fehler gemacht haben, dass die Bürger sagen, wir brauchen einen Neuanfang? Ähnlich wie in der Unionsfraktion. Also es gab gestern eine interessante Analyse über das Wahlverhalten der hessischen Wähler, wo ganz deutlich gesagt worden ist, für die Hälfte der hessischen Wähler war diese Wahl eine Denkzettelwahl nach Berlin, und gefragt, was sie am meisten an Berlin stört haben, und zwar insbesondere auch die CDU-Anhänger unter diesen Wählern gesagt, es ist die Art und Weise des Umgangs in der Regierung selbst. Bei der Frage, ob es mit Personen zusammenhängt, war das ein ganz, ganz kleiner Prozentzahl. Also insofern ist aus meiner Sicht vor allen Dingen die Frage, wie wir miteinander umgehen, die Hauptfrage. Wenn man sich die Umfragen der letzten Monate anschaut und sieht, dass wir insbesondere im Sommer einen massiven Einbruch haben, von dem wir uns bis heute sozusagen nach unten bewegen, dann weiß man, dass im Sommer der große Streit zwischen CDU und CSU war, dann weiß man, dass danach die Causa Maaßen gefolgt ist. Das alles nervt die Leute, regt sie auf, daran muss man arbeiten, und ich glaube, das muss im Vordergrund stehen. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, bei der CDU hat man noch 6 Wochen Zeit bis zu dem Parteitag. Heute beginnt sicherlich die Analyse in den Gremien, und das dürfte nicht einfacher werden, auch nicht für die Generalsekretärin. Und damit zurück nach Bonn.